Hey Freunde, weiter geht's für Days That Stand Alone mit dabei wieder der Dominik. No moin! Ja, wir sind bei diesem kleinen See, wir sind letztes Mal stehen geblieben. Ich musste kurz was essen. Und wir laufen jetzt weiter. Ja, Dominik, der chillt einfach draußen in der Wildnis, dem ist scheißegal, der hat überhaupt keine Angst irgendwie. Ja. Ich wollte Löwen jagen gehen, aber dann habe ich gemerkt, hier gibt's keine Löwen. Früher oder später blöd gelaufen. Wirst du als erster sterben, bin ich mir sicher. Ach Quatsch. Ach, sicher sogar. Du legst im Graben und ich sniper alle, kommst weg. Ist ein Wunder, dass du noch lebst überhaupt. Ja. Warum ist mir denn so heiß? Ich bin voll hot, Dominik. Ich bin hot. Hast du dieses Wärmekissen noch so bei hot? Dir? Und schmeißt das Wärmekissen weg. Hab ich das noch? Ja, hab ich. Wenn du es noch hast, dann schmeißt es weg, weil das ist extra dafür da, dich zu wärmen. Ja, aber ist doch gut, oder? Wenn man dann kalt ist? Ja, aber wenn du zu heiß ist, ist es auch nicht gut. Was kann da passieren, wenn ich zu heiß bin? Du kannst... Weiß ich nicht. Irgendwas passiert schon. So ist es immer in der Seite, ne? Irgendwas passiert immer, oder? Irgendwas passiert. Ne, ich behalte mal. Oh, das sind Häuser. Komm, wir gehen mal. Häuser. Hey, Häuser checken. Jawohl. Ich find's schön, der Set. Ja. Wunderschöner Wandersimulator. Ja, es ist halt echt. Check auch. Warte, warte doch auf mich. Komm schon nicht immer so schnell vor, Mann. Du kannst sterben. Du brauchst Hilfe. So, lass uns mal das. Soll ich schleichen oder was? Nee, aber ein bisschen mit, auf mich. Mit in der Pampa. Ab und zu kannst du schon ein bisschen warten auf mich. Oh, schönes Haus. Komm, wir ziehen hier ein. Ja, komm. Wir machen Dips auf das Haus, gehört uns. Hm. So, hier unten das haben wir nichts. Oben ist auch nichts. Nö. Okay, Fernseher. Brauchst du einen Fernseher? Ja, komm, nimm mit. Alles klar. Okay. Lass uns mal gegenüber, da gegenüber ein großes Haus. Komm mal. Kommen wir hier durch den Zaun? Nee, super. Irgendwo ist bestimmt ein Loch. Gut, dann suchen wir ein Loch. Komm, Dominik, such das Loch. Hab's gucken. Hey, das Loch gefunden. Wunderbar. I'm feeling hungry. Und I'm feeling thirsty. Dann also ist was. Ich noch hier das Loch finden. Hier ist irgendwie kein Loch. Hier direkt rechts, glaube ich. Einfach. Ja, hier direkt rechts. Bist du weiter links gelaufen. Ach so. Oh, da bist du. Hallo. Guten Tag. Oh, lass uns mal rein. Oh, ein das Ego. Ist ein Abbot, kein Abbot. Oh, aufpassen. Arzt. Aufpassen hier. Das ist eine Arztpraxis. Vorsichtig. Mach alles zu. Was natürlich wieder White Nurse Dress. Was habe ich hier gefunden? Ich habe Bandagen gefunden. Das ist schon mal nice. Ja, geil. Mach mir die äußere Tür zu, Mann. Lass die Tür offen. Ach, Quatsch. Ach, du bist so unvorsichtig. Ja, schlimm. Das ist echt so. Weißt du, bei dir komme ich mir echt wie so ein Spießer vor, weißt du? Weil du einfach so unvorsichtig bist. Oh, hier haben wir noch, was ist das? Hier haben wir noch Eniperferin. Ah, genau das. Verstehst du? Weißt du, was das ist? Genau das. Ja, eine Pfefferin. Pin. Das ist super. Genau das, was ich brauche. Brauchst du, ne? Ja, siehst du? Ich habe an dich gedacht. Warte, ich versuch's nochmal vorzulesen. Epinephrin. Sag das doch. Mhm. Wenn man allergisch ist. Mhm. Wenn man Stress hat, wenn man irgendwie im Herz nicht so gut ist, wenn man kotzt und so. Schwer atmet, wenn man sich schwach fühlt oder ein bisschen zittrig oder auch bei Kopfschmerzen. Ja, trifft ja alles eigentlich auf dich zu. Also, hau rein, das Zeug. Ja. Auch nicht vergessen, Dominik, nach Wasser zu suchen, ne? Ja, irgendwie müssen kann ich diese eine Dose, die ich hier noch drin habe, nicht wegschmeißen. Warum nicht? Wir müssen nicht unbedingt nach einem Brunnen suchen und auch nach Wasserflaschen. Ja, die eine leere Dose, die ich hier noch habe, kann ich nicht wegschmeißen. Ich mach mal hier zu. Ich bin hier der einzige sicherheitsbewusste Mensch von uns beiden. Ja. War noch irgendwas wo? Nö, alles leer. Nichts mehr. Saline Bag, aber alles damaged. Das würde ich nicht anfassen, das Zeug. Da bist du gleich wieder sick. Wo bist du? Nö, bin hier noch drin. Okay. Hast du was gefunden? Ich hab nichts gefunden. Ah, da war was. Gar nicht gesehen. Blood Bag Kit haben wir aber hier. Ja, aber nicht Damage. Damage, lass liegen. Es ist Worn. Ja, weiß ich nicht. Ja, Worn ist ja noch gut. Ja, gerade so. Ja, aber ist noch gut. Nimm mal mit. Komm, man weiß nie. Aber bei diesen ganzen anderen Geschichten, Damaged, dieses Saline Pack und was auch immer, würde ich alles liegen lassen. Nein, Damaged nicht. Oh, guck mal, hier ist eine Axt. Eine Splitting Axt, würde ich nehmen. Echt? Wo denn? Wo bist du denn? Beim nächsten Haus. Oh, du bist auch lustig, Alter. Schau, rennt er schon so weit drüben dahin und ich wusste nicht mal, dass du draußen bist.
So weit, ja, ja. Weißt du, ich laufe jetzt einfach auch alleine rum, komm. Die 3 Meter. Ciao, Dominik. Tschüss. Ja, wir teilen uns jetzt auf. Du bist eh nie irgendwie da, wo du sein solltest und sagst eh nichts. Oh ja. Ciao, Dominik. Tschüss. Hey, hier ist ein Wasserdamm. Ein Wasserdamm? Ja. Was ist denn ein Wasserdamm? Ja, ein Wasserdamm. Da dämmt das Wasser. Ach so. Oh, hier ist ein rotes Flanell-Shirt. Und da haben wir was zum Essen drin. Cool. Schön. Mich nervt eher, dass ich irgendwie diese Dose nicht wegschmeißen kann. Oh mei. Mir noch irgendwas? Nö. Ja, wir haben uns das wirklich aufgeteilt. Da ist jemand, ich will schießen. Auf der Brücke. Bleibst jetzt mal bei mir und sagst mal jetzt, wo du hingehst. Ohne Scheiße, ich schieße dich. Ist mir scheißegal. Mach doch. Komm, wir spielen eine Runde Fußball. Ey. Sag ab jetzt, wenn du aus dem Haus rennst oder nicht. Ich bin hier nämlich dauernd auf Abruf. Ich schieß dauernd drauf. Du bist hier dauernd. Ich hatte ein paar Mal Angst schon. Ja, ich merk schon. Ich habe dauernd irgendwie Angst, dass jemand schieße, dass jemand dagegen kommt. Und was machst du? Du rennst einfach raus. Komm, so, hier links rum. Weiter geht's. Wie kann man auch lang? Nicht? Ah, Mann. Ja, hoch zum Damm. Zum Damm. Wie kann man da hin? Hier hin nach links. So. Da war nämlich noch ein Haus oben. Nice. Damm. Damm, Damm. Damm, Damm. Kennst du das Lied? Damm, Damm. Ich weiß nicht, wie das ging. Damm, Damm. Das ist ein komischer Rhythmus hatte das. Oh, guck mal, da vorne haben wir sogar ein Schild. Wunderbar, gucken wir auf das Schild. Schild ist wichtig. Gib die Deckung. Wir sind auf jeden Fall bei dem Damm. Wir sind bei Kometa. So, ich gehe ins Haus. Kometa, wo ist denn Kometa, bitteschön? Oh, hier haben wir irgendwas Interessantes. Was haben wir hier? Da haben wir Garden Lime. Was ist denn das? Ist das überhaupt ein Stadtname? Was ist das, was ich hier gefunden habe? Garden Lime. Ist das was zum Trinken? Trink's halt einfach mal, egal was. Ich hab Spray Paint, grüne. Da werde ich jetzt meine Waffe ansprayen. Nice. Geht das? Mach einfach mal. Garden Lime. Sieht aus wie, Warte mal. Deck mich mal kurz, guck mal auf die Karte. Wo ist meine Pistole jetzt weg? Keine Ahnung. Angeblich hast du noch in der Hand. Ja, angeblich. Irgendwie auch nicht. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Ah, jetzt. Weißt du, wo wir sind? Ja. Das ist schön. So, sag's gleich mal wieder kurz. Wir müssen jetzt einfach dem Weg folgen. Okay. Ah, ich kann nur die Sporter irgendwie grün färben. Ja, jetzt habe ich eine grüne Sporter. Okay. Willst du auch denn immer weiter deine Schrotflinte vielleicht grün machen? Nee, oder? Oder? Guck, wie cool das aussieht. Schau mal. Ist die grün? Schau. Militärmäßig getarnt, ist gut. Ist schon nice. Aber du kannst halt nicht alles damit irgendwie. Kann ich auch mal Rucksack färben? Geht das? Nö. Das kann ich noch färben. Warum kann ich diese blöde Dings nicht? Alter, was ist denn da los? Was kann man denn noch färben hiermit? Sonst nichts, nur die Waffen. Willst du das haben? Hier, kannst du haben. Ja, gib mal her. Ja, bitteschön. Ich deck dich so lange. Ja, ich hab nicht genug Platz für den Scheiß. Der kannst du auch in die Hand nehmen und dann. Funktioniert das? Jo, sollte. Ich esse mal kurz was. Ja, aber der ist doch Bock. Und dann einfach drüber gehen oder was? Ja, oder einfach rechtsklick und dann add. Dann kannst du dann ist automatisch. Nicht. Das will nicht. Okay, ich halte mal hier Ausschau. Move und Inspect. Ne, dann geht das bei der Waffe nicht. Egal, was damit brauchen, nicht unbedingt. So, warte mal. Jetzt müssen wir den. Wollen wir da das Haus drüben checken? Nicht über den Damm laufen, Dominik, mach das nicht. Ja, wir müssen doch darüber. Ja, aber nicht über den Damm, du bist ja viel zu leicht zu sehen. Du denkst auch nicht taktisch. Im Militär wärst du der Erste, der stirbt in dem Krieg. Ich bin das Kanonenfutter. Ja, lassen wir die Hütte checken, gell? Also wir brauchen sowieso noch 300 Milliarden Stunden, bis wir da sind. Ist egal, viele Aufnahmen, passt doch. Ja, wir sind gerade mal so ein kleines Stück über Elektro. Ist so, 2 Meter über Elektro. Ist gut. Solange wir überleben, was zum Essen, zum Trinken haben. Nee,
Oh, ist das ein Brunnen? Nee, der ist leer. Echt? Ja. Scheiße, wir brauchen nämlich Wasser. Wir brauchen immer einen Hahn. Wir brauchen dringend Wasser, Alter. Ja, die Flasche ist auch gleich leer. Nicht, dass wir wegen sowas sterben. Ja, ist immer das Nervigste, gell? Nee, hier ist nix. Dass wir wenigstens im Kampf sterben und nicht, bei sowas. So, lass mich mal kurz Auskundschaft. Ich bin gerade draußen auf der Straße und muss gucken, wo wir lang gehen. Hier oben ist eine Straße. Ich denke dahin. Nicht dahin, da sind wir hergekommen. Ich denke mal da nach oben. Da oben falsch. Ist eine Straße. Ja, da müssen wir lang. Ja. Auf geht's. Ich hoffe, wir finden was zum Essen und zum Trinken noch. Ja gut, Essen haben wir ja, aber Trinken halt nicht. My stomach rumbles. Ich bin auch hot, weißt du was? Ich mach das einfach mal weg. So. Ja, mach weg das Ding. Ja. Ja, lauf nicht zu weit vor, gell? Obwohl eigentlich auch nicht schlecht, weil dann denkt einer, da ist nur ein Gegner, ich kann den dann überraschen von der Seite und so. Genau, und dann tötest du ihn. Ja, wir sind halt eben dann sicherlich nur auf dich fixiert. Genau. Okay, hier ist die Abzweigung, wir gehen weiter geradeaus. Okay. Ja, aber ist eh gut, lauf durch weiter vorne, das ist okay, ist gut so. Ja, mach ich. Ja, lauf durch, müssen weiter vor. Mach ich. Das passt. I am overheating. Ich brauch kurz eine Pause, Alter. Ich muss kurz ausruhen. Kann das auch sein, vielleicht wegen meiner scheiß Ding, was ich hier habe? Doch, ich glaube, das ist wahrscheinlich wegen diesem Mundschutz. Kann schon sein. Ich hab den jetzt mal weggemacht. Ich bin am overheating, also ich muss mich ein bisschen abkühlen. Ich habe einen dicken Helm, wenn es danach geht, müsste ich auch spitzen wie Sau. Ja, aber ich habe einen Feuerwehrmannanzug. Ja, gut, stimmt schon. Ja, deswegen. From heat and water. Ja, warum bin ich dann überhitzt? Keine was kann man machen gegen, was kann man machen gegen Overheating? Ausziehen. Ist es gefährlich? Echt ausziehen? Ja. Warst mich. Hilft. Ja, was soll man sonst machen? Ja, aber hilft das auch in DayZ? Müsste ja, aber wenn du was ausziehst, ist es blöd. Warum? Weil du dann was ausziehst. Und? So, Hose ausgezogen. Ja, jetzt hast du weniger Platz. Nee, ich habe alles mit Rucksack reingetan. So. Dann ich halt ein bisschen nackt rum. Nicht halt überhitzt. War doch nichts, gell? So ein bisschen nackt. Guck mal, hier ist wieder ein See. Angeln? Angeln wäre geil. Kann ich nicht, warte mal. Das macht doch Schutz vor Wasser und vor Wärme und vor Kälte. Wenn ich also kurz ins Wasser reingehe, um mich abzukühlen und das dann wieder anziehe, dann passt's doch. Probier's aus. Kann man nicht sterben wegen Kälte? Sagen. Hm? Nicht hier drauf, Alter. So, jetzt sind wir Abkühlung. Jetzt bin ich über wet. Ja, genau. Jetzt bist du wet. Ein bisschen wet bin ich. Ein bisschen wet. Ich bin ja immer noch overheating, Alter. Was ist das? Ist wohl kochendes Wasser, wo du da reingegangen bist. Wie sieht's aus? Du sollst die Hose nicht in die Hand nehmen, du sollst sie anziehen. Bitte was? Du hast die Hose in die Hand genommen, statt sie anzuziehen. Ah ja, geil. So macht man das. Wie rüstet die aus, die Hose? Einfach rüberziehen, oder? Ich hab sie in dem Rucksack. Ja, nee. Oben. Ah, jetzt haben wir so nach links. Ja, hat sich gar nichts gebracht. Jetzt bin ich ja nur nass dafür. Ja, immer noch super. Im Overheating. Hast du was zum Trinken? Nicht mehr viel. Hier. Nee, lass noch. Geht noch. Erstmal was. Hast du Hunger? Nö, ich hab noch 2-3 Crispies. Ja, erstmal kurz was. Okay, ja, gegen Overheating weiß ich nicht, was man machen kann. Hab ich keine Ahnung. Marathon laufen. Oh. Gut, ich laufe jetzt einfach weniger schnell. Wow. Schon wieder einem Overheating. Was ist das? Brauchst was Luftiges zum Anziehen. Weißt du was? Ich mach den Feuerwehranzug weg. Nein, Mann. Doch, wir sind eben du ihn. Ich hab keinen Bock mehr Feuerwehranzug. Was denn du? Obwohl, der hat schon mehr Platz. Ja, natürlich hat der mehr Platz. Dann behalte ich ihn.
Ah, ich bin am Over, ich bin am Überhitzen. Ja, komm, ja. Nimm du ihn. Komm, nimm hier das Feuerwehrzeug hier, komm. Hast du eine Hose für mich? Normale Black Jeans habe ich. Ja, passt doch. Ja, aber. Gut, die brauche ich nicht, ich brauche nur die Hose. Ist auch komplett am Arsch. So. Nein, du hast Feuerwehr rum. Ich bin eh lieber sportlich unterwegs. I want to drink something. Warte mal, der Blue Hoodie ist besser, ne? Der ist total am Arsch. Ja, aber der hat mehr Platz. Ja, der hat mehr Platz als mein grüner Hoodie. Passt. Auf geht's. Und ich bin immer noch am Überhitzen. Dann weiß ich nicht, woran es liegt. Ja, eine Kleidung nicht. Feuerwehr? Nee, kann nicht sein. Dann müsste ich auch überhitzen. Hm. Die Handschuhe vielleicht. Meins. Keine Ahnung. Das Spiel ist eh ein Bugmonster, ich weiß gar nichts. Das kann alles sein. Aber ich hoffe, es macht halt nichts, wenn du überhitzt. Wir sollen das auch machen. Ja gut, dann werde ich durstiger. Und wie werde ich wieder trocken, wenn ich mal nass bin? Ausfringen, aber das funktioniert glaube ich auch nicht. Redest du jetzt von in echten Leben Sachen? Nee, das geht wohl. Aber wenn dein Rucksack nass ist, kannst du wohl nichts machen. Glaube ich. Wäre ich dann krank? In der Hoffnung. Glaube nicht. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, weiterlaufen, scheiß drauf. Bei dem Spiel wird man auch einfach so krank. Ja, davor auch. Wir sind einfach so krank geworden. Kann dir echt nichts sagen drüber. Ja. Das könnte alles sein. Ist echt ein komisches Spiel. Ja, ist es halt. Aber es macht auch trotzdem Bock. I want to eat something. Nee, das warte ich jetzt noch kurz. Na, ich bin auch durstig und hungrig. Aber ich warte erst, bis es orange ist, bis es gar nicht mehr anders geht. Ja, mich nervt irgendwie diese Dose im Inventar, die als nicht weg will. Die ist schon leer, aber die ist da halt noch drin. Wie liebt dich halt die Dose? Ja, scheiß Dose, verbraucht einfach. Auch kein Mensch so ein Müll. Ja, die Dose liebt dich, Dominik. Ja, scheiß Dose. So ist das. Braucht man eine richtige Tasche. Ja, deswegen habe ich dir den Feuerwehrmann zugegeben, hast du mehr Platz. Das ist wieder ein kleiner See. Ein netter Spaziergang, muss ich schon sagen. Das ist ein Wandersimulator hier. Wenn wenigstens irgendwelche Hütten hier wären. Geiler, wenn es hier noch Bären oder so gäbe. Oh, jetzt muss ich was trinken. Jetzt habe ich voll Durst. Jetzt bin ich orange. Ja, hier, trink den Rest, was da noch drin ist, und dann schmeiß es fort. Ich esse jetzt die restlichen. Nee, warum? Die Flasche kannst du ja behalten zum Wiederaufnehmen. Achso, ja, nicht, Entschuldigung, nicht wegschmeißen, da aufheben. Ist ja nicht so wie die Dose. Ja. Man muss trotzdem schnell was zu trinken finden. Ja. So. Durst habe ich jetzt keinen. Warte mal, warum hat er jetzt. Warte mal kurz. Das Inventar ist hier auch echt für den Arsch. Ich finde das Inventar richtig scheiße. Ja, jetzt ist jetzt mal meine Pistole unten, weißt du, am Boden. Echt? Ja. Oh, stimmt. Und ich kann sie jetzt aber nicht nehmen. Doof. Wieso kann ich die jetzt nicht nehmen? Nimm die doch! Ah, jetzt hat er sie genommen. Und dann muss ich sie doch von hier auch auf 2 ziehen können, oder? Ja, jetzt passt. Ist sie jetzt auch nachgeladen? Warte. Keine Ahnung. Weiter? Jetzt habe ich sie wieder fallen lassen. Was machst du denn? Ja, der Scheiß funktioniert nicht, wie soll. Wo ist sie? Ich mach nichts falsch. Hab sie schon. So, Moment. Nee, die ist schon voll, oder? Ich schieß mal einfach mal, Moment. Ja, passt. Okay. Vorwärts! Alter, das Menü ist halt wirklich ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Du musst viele, viele Stunden spielen, damit du dich da irgendwie zurechtfindest. Ich finde allgemein, es ist nicht sehr benutzerfreundlich, dieses Spiel. Ja. Aber es hat halt eben was. Ja, es hat seinen gewissen Reiz, aber irgendwie. Weiß ich nicht. Irgendwie fehlt mir bei diesem Spiel einfach noch irgendwas. Mir fehlt so der gewisse Kick bei dem Spiel. Es gibt ja. Ja, wenn du auf Jagd gehst nach anderen Spielern, dann hast du den Kick. Ja, klar, aber ich meine so von der ganzen Umgebung her ist es anders. Wisst ihr den Kick? Lass uns russische Roulette spielen. Nee, lass mal. Such einen Revolver, mach eine Munition nur rein und dann spielen wir ein bisschen russische Roulette. Ja, wow. Was ich sowieso machen will, sobald wir das haben. Das wäre doch geil.
Ja, warum nicht? Ich würde es geil finden. Bumm, tot. Oh, cool. Ja, beim ersten Mal Detektor, dann weißt du, dass sowas nicht stimmt. Oh, da vorne haben wir irgendwas. Mm-hmm. So eine kleine Hütte oder irgendwas, keine Ahnung, was das ist. Muss man da gucken. Ja, es müsste irgendwann ein kleines Dörfchen wiederkommen. Okay. Und dann müssen wir gucken, wo wir lang müssen. I'm repeatedly warming up. Okay. Das ist auch. Wir laufen ja auch rum hier die ganze Zeit, ne? Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Haben wir da was? Ja. Wo ist denn? Garden Lime. Ja, super. Super, kannst du deinen Garten machen? Ja, nee, ich glaube nicht, dass er mit, ja. Also mit dem Garten was zu tun. Vorne haben wir Hütten, guck mal. Komm, lass Hütten. Uns mal die Hütten checken. Und dann ich hoffe, da die ist Hütte. Genug Wasser oder trinken. Ja, geh du mal bei die untere, ich geh mal da oben gucken. Wo eine untere? Hier, vergesst du die obere? Okay, check mal die untere. Ich geh bei der oberen. Okay. Hast du die zwei Dinger da und ich check die zwei. Hier unten ist nicht viel. Okay, ich geh mal hier kurz in. Ist auch fast nichts. Ego-Perspektive, sicher, sicher. Nehmen wir noch ein paar Leute hier davor. Locker, locker, easy. Hier haben wir nix. Was haben wir denn hier? Ein Blue Raincoat. Nö. Was willst du, einen blauen Regenmantel? Der ist noch komplett neu. Der ja, hat auch gerne. Vier Plätze. Ja, gerne. Ist auf jeden Fall besser als das, was du jetzt an hast. Also ja. Von der Haltbarkeit. Ja, nehme ich. Aber mehr ist hier auch nicht. Ja, nehme ich. Bin unten ja, in der Hütte. Hier haben wir nichts. Oh, da haben wir irgendwas. Was ist das? Hier habe ich einen Yellow Raincoat. Ja, dann nimm mal den Yellow. Aber der ist damaged. Also wie gesagt, der oben ist noch komplett neu. Und hier habe ich noch einen grünen Raincoat. Der ist komplett neu. Ja, dann nimm den. Nehme ich den. Grün passt besser. Ja. Ist hier noch irgendwas? Nö. Alter, ich habe auch voll Durst. Ich denke jetzt nochmal was. Und dann, ja, wir müssen unbedingt was finden, Alter. Ja, meiner hat auch wieder langsam Durst. Guck mal, ist hier noch irgendwo was? Warte, ich gebe dir mal die Flasche, ich kann sie nämlich nicht tragen gerade. Nimm sie mal. Da, hier liegt noch eine Pistole. So, swap. Was heißt denn hier Add as Cargo? Was ist das? Add as Cargo? Ja, was das bedeutet. Gut, ich habe was getrunken, aber ich bin immer noch durstig. Doof, ne? Ja. So, das hat man im Spiel immer. Ich glaube, das ist, wenn man überhitzt. Oder stark. Könnte sein. Dass man dann extra nochmal durstig ist. Ah, ne, jetzt geht's wieder hoch. Okay, passt schon. Okay. Ja, wir müssen dringend Wasser finden. Hier ist die Wasserflasche, nehmen sie dir. Oh, lass mich erstmal raus. Boah, ey. Oh, die hat doch sogar noch was. Ja, die hat er noch. Kannst du sogar noch. Dann trinke ich den Rest noch. Und dann. Hast du den Rest noch gecheckt hier? Oh, hier ist eine Pistole. Ja, aber brauche ich nicht. 1911. Scheiße, wo ist eigentlich meine? Warum ist die nur im Inventar und nicht wieder unten drin? Also das Spiel. Aber man muss es erstmal kapieren. Ja. Ja, aber der schmeißt es einfach aus der Liste unten raus. Ja. Oh, hier hat glaube ich jemand. Ne, hier hat. Ne, passt schon. So, haben wir es. Passt schon. So, Dominik, was haltet ihr davon, wenn wir hier fürs erste wieder mal einen kleinen Cut machen? Einen Cut machen. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen, wieder bei DayZ und mal gucken, was dann noch so passiert. Das könnten wir echt mal so machen, weißt du? Ja, könnten wir so machen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.